Hallo, willkommen zum neuen Video. Heute mache ich ein weiteres Schwarz-Weiß-Porträt auf so einem Galaxy Tablet oder Samsung Tablet. Ich habe es angeschliffen, grundiert und die Kamera abgeklebt. Als Farben arbeite ich mit Schwarz und Weiß, also Parkfarben. So, das ist jetzt die erste Schablone, die ich komplett mit Schwarz ausmale. So, in der Schablone sind quasi die ganzen Anhaltspunkte, um die nächsten Schablonen zu positionieren. Und das ist jetzt die erste Grauschablone. Und da arbeite ich immer noch mit dem Schwarz, aber halt mit weniger Deckkraft, so dass ich ungefähr nur 70% nutze. Das ist halt für die dunklen Schatten in dem Bild. So, und gleichzeitig nutze ich diese Schablone auch mal, indem ich sie leicht verschiebe, um den Bart noch ein bisschen dichter zu machen. Das heißt, ich verschiebe ihn nur noch ein paar andere Positionen und schon habe ich mehr Bartstoppeln. Das ist jetzt so das Mittelgrau. Und da arbeite ich dann halt zum Beispiel im Bereich des Bartes ein wenig dunkler. Und dann arbeite ich da auch nochmal mit Freihand, um die Stege ein wenig draus zu bekommen. Und ich male das Ganze nochmal rüber, weil ja jetzt nachher nochmal weiße Schablonen rüberkommen. Das ein leichtes Grau da ist, dass das Weiß besser durchkommt. So, und das ist jetzt die Endschablone vom Grau. Dann nebel ich halt quasi einmal nur leicht rüber. So, und jetzt kommen die Weiß-Schablonen. Das ist jetzt die erste. Da sind halt die weißen Highlights, aber nicht mit vollem Weiß. Die mache ich halt nur im Bereich der Brille und der Highlights in den Augen. Beim Rest kommt ungefähr so 60-70% Deckkraft. Dann habe ich auch mal ein bisschen Freihand. Und jetzt kommt die Abdeckschablone. Und da sind nochmal die Highlights drin für die Brille und die Augen, die dann wirklich komplett mit Weiß gemacht werden. Und vorher lege ich dann nochmal einen einfachen Hintergrund an. In dem Fall auf der einen Seite, wo nachher die Highlights sind, mal will ich ein bisschen dunkler in der Richtung des Kopfes. Am anderen ist da so eine leichte graue Aura. Jetzt kommen die weiß Highlights. Und dann wäre das Bild fertig. Wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Über 780 Videos sind da. Bis dann. Ciao.